So, nach da draußen. Herzlich willkommen hier wieder beim Quali. Draußen ist Unwetter. Das Kind ist endlich im Bettchen und ich kann noch mal ein Stündchen für euch hier Swansong spielen. Schön, dass ihr da seid. Hab dich zufällig entdeckt. Aha, das war gut. Herzlich willkommen, Rickmania. Schau mal bei einem alten Bekannten vorbei. Also kennst du mich schon von früher und hast mich aber jetzt erst hier auf Twitch entdeckt, denke ich mal. Der Snake ist auch wieder dabei. Sehr schön, dass du immer so häufig jetzt am Start bist, Snake. Freut mich wirklich. Wuppertal. Ah. Ja, da habe ich eine große Zeit meines Lebens verbracht. Ja. Denke ich immer gerne dran zurück. Momentan passt es, da ich zu Hause bin. Ja, schön, Snake, dass du deine Zuhausezeit mit mir verbringst. Aber gut, wir wollen nicht viel schnacken, sondern ein bisschen noch was von dem Spiel sehen. Wie gesagt, viel wird's heute nicht. Aber so ein Stündchen mindestens, denke ich, kann ich mir aus der Latschen leiern. Es sei denn, das Kind ist jetzt gleich nochmal irgendwie da und braucht Aufmerksamkeit. Weil der dreht ein bisschen am Rad heute Abend, aber momentan ist alles ruhig. Drückt die Daumen. Gut. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Soundeinstellungsvorschläge habt, könnt ihr die gerne posten. Falls euch irgendwas zu laut, zu leise ist oder so. Ah! Dani! Aha! Das ist ja schön. Ewigkeiten sind es her. Das ist ja doppelt schön, dass ich dich auf diese Weise treffe wieder. Toll, dass du da bist. Und dass du mich gefunden hast. Zufällig. Ja, gut, also. Snake wurde am Knie operiert. Oh, gute Besserung, Snake. Hoffe, dir geht's schon wieder besser. Knie ist immer kacke. So, wir fahren aber fort. Wir waren in Leishas Mission, wo sie die, wo sie den Tatort untersuchen muss, wo der Code Red ausgelöst wurde für die Vampire. Also ein Datenleak. Und sie hat rausgefunden, dass es wohl die zweite Inquisition war, die diese Vampirparty hops genommen hat. Und wir haben ja unserem vampirischen Psychiater von einem Pflock befreit. Und wird, also ich vertraue ihm nicht sonderlich. Er benimmt sich uns gegenüber ziemlich assi. Und ja, wir müssen jetzt immer noch herauskriegen, was hier passiert ist. Und wir müssen vor allen Dingen das Kind des Prinzen, das auch auf dieser Party war, retten. Es soll angeblich noch am Leben sein. Einige Vampire haben wir schon tot gesehen, auf jeden Fall auch ganz viele vampirische, menschliche Begleiter, die draufgegangen sind. Da sieht man schon die Einschusslöcher. Großkalibrige Waffen kamen zum Einsatz. Und ja. Ich musste ganz viel Rätsel lösen, die ich nicht kann. Ich bin ganz schlecht im Rätsel lösen. So. Genau, wir haben diese Kisten hier gefunden. A reinforced container that locks from the outside. Und davon wurden auch schon welche abtransportiert. Das hat mich zu dem Schluss gezogen, dass die zweite Inquisition auf jeden Fall noch hier ist und versucht wohl, Vampire abzutransportieren. Vielleicht haben sie das mit dem Typen hier noch nicht geschafft, den wir hier befreit haben. Aber der ist mir irgendwie suspekt. Das, ja. Wurde eine Zigarre. Barely smoked. That's where it was stubbed out. Spielen hier eine Maikavianerin, die hier gerade mit Maske der tausend Gesichter eine Uniform kopiert hat und deswegen sich hier irgendwie aufhalten darf. There's been blood in this glass. I never understood wasting vessels like that.
Na, hier ging es auch irgendwie drunter und drüber. Warum liegt ein Foto in der Dusche? Ein Verbrauchsgegenstand. Ist ja auch ein Platz, wo auch ihr zu Hause immer eure Fotos aufbewahren solltet in der Dusche. So, stellt Willpower wieder her. Okay, die haben wir allerdings auch ziemlich gut. Wo wir ein bisschen schlecht sind, ist im Blutvorrat. Weil ich ständig die Rätsel meines vampirischen Kindes nicht schaffe. Und dadurch immer Blut generiert wird. Hallo Kakko, schön, dass du da bist. Ha. Ich komme so ein bisschen nicht darüber weg, dass Dani hier im Chat ist. Freut mich echt. Ganz toll. Ich muss mal kurz eine Sache mal wieder ändern hier, bevor gleich. Ich habe nämlich, glaube ich, vergessen vom gestrigen Stream. Ein Time-Command wieder rauszunehmen. Nicht, dass ihr euch gleich wundert, hier irgendwelche komischen Zeugs auftaucht. Elias und Command war noch drin. So, den müssen wir rausnehmen. Der hat nämlich heute überhaupt keine Relevanz. So. Freut mich auch, dich zu sehen. Ja? Ist ein bisschen weird, sich jetzt irgendwie hier so über den Chat zu unterhalten. Das Letzte, was ich von dir wusste, dass du eine coole Zeit hattest in Leipzig. The guys sure were efficient. You can say that. Ich glaube, wir müssen noch mal hier so ein bisschen zurücklaufen und noch mal gucken, ob wir hier nicht noch einen Safe Room hatten, wo wir ein bisschen was trinken können. Ich fürchte, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal so einen Federal Agent kopieren. Und das ist noch nicht. War hier nicht ein Safe Raum? Ja, das ist ein Safe Raum, genau. Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der hier so ein bisschen separat steht. Also dich können wir nicht überzeugen, mitzugehen. Ich auch nicht. Ansonsten lief hier aber auch keiner rum, ne? Ah, finally, the Calvary. Thanks for coming. It's a good turn if I can take a look around here alone to myself. Kennst das Spiel gar nicht, Pfarrerin in Nordhessen. Das ist ja noch umso weirder, wenn du das Spiel gar nicht kennst und dann hier aufschlägst. Kennst du denn generell Vampire Masquerade? Das ist eigentlich ein Rollenspiel. Ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, das als Grundlage für dieses Spiel herlässt. Ja, halt. It must have been screwed onto an injection gun. And the fibrogen. Nordhessen. Coagulant. I've heard that if it's used on one of our kind, ja, immerhin, ne? Keep us from regenerating. Or even using our powers. A real nasty concoction. So verstreuen wir uns über ganz Deutschland von damals. Ich bin mittlerweile in Niedersachsen angekommen. That's a knife wound. Bringing a knife to a gunfight? Dafür haben wir nicht genug Weisheit. They took him for dead. He's barely breathing. Ach, der lebt noch? The fuck?
Hat ihm irgendwie Finger abgeschnitten? Oh, Schande. What's going on here? So, aber hier war doch eben gerade noch ein Typ, oder? Aber mit dem kann ich auch nicht aussaugen. So ein Ärger. Jetzt habe ich schon mal einen Safe-Raum da hinten und kann ihn nicht benutzen. Wollte auch nochmal nachgucken. Nee, bei Inventar war es nicht. Charakter. Unser Verdacht ist auch schon ziemlich hoch. Das habe ich nämlich ein bisschen außer Augen gelassen. Wir haben ja auch ein paar Mal schon hier Leute ausgenuckelt, die in Begleitung von anderen waren. Das hat wohl unseren Verdacht auch ein bisschen hochgezogen. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen drauf aufpassen. Das wurde uns irgendwie nicht angezeigt richtig, aber... Torn off. Oh, Jara could have done that. Du hast gesehen, dass wir immer noch DSA spielen. Deshalb habe ich das angeklickt. Da eben, weil der Titel ganz am Anfang noch ein anders war. Ja. Das war doch der Stream von gestern. Spielen immer sonntagabends. ESA, genau. Und ja, mit Maike, aber es ist eine AI-Maike. Aber alles gut. Das ist die Frage. Also hier können wir bei dem können wir irgendwie nichts mehr groß rausfinden. Wir können nochmal mit dem Typen hier quatschen. Aber ich glaube, der hat uns nicht viel zu reden, oder? Have you learned anything? I'm just getting started. Well, actually, it has been an hour already. There's just so much evidence to collect. Wir können Psychologie boosten und gucken. Aber ich frage erstmal, was er über den Tatort denkt. What do you think happened here? We're still missing some pieces, but in this room, there are definitely signs. A violent struggle, and there's definitely been torture. Torture? Judging by the condition of the body suspended above the bed, I'd venture some S&M session gone wrong. I see. All right, why don't I bag this room? How far'd you get? Examine the spatter trajectories. Get us enough data to calculate spray velocity. We'll need it. I'll keep collecting samples of blood and body fluids. All right. Haben wir jetzt noch eine neue Quest gekriegt? Nee. Die Spur, die wir mit unserem Auspex haben, die endet hier. Das war die Spur, die wir von Miley hatten. Das heißt, die haben hier den Körper wohl schon mitgenommen. Können wir eben aufschreiben, EB2. Weil wir haben ja gesehen, dass sie die Leichen mit den Kürzeln auch in entsprechende Boxen reintun. So genau wusstest du es nicht mehr, sorry. Ja, kein Ding. Meine eigene Familie vertut sich damit auch die ganze Zeit, von daher darfst du das erst recht. You fought hard, guys. You can be proud of yourselves. Da gesprochen hinter dem Ding noch? EB1.
Haben wir hier noch irgendwo was, was wir ausräumen können oder so? Ich fürchte nicht. Können wir mal unseren Auspacks anschmeißen? An dem Wert, das ist schon die ganze Zeit an. Okay, alles klar. So. Hier ging's rum. Ich frag mich jetzt auch so. Ah, guck mal, da ist unser Kind. Spielt mit den. Mit der Munition. Hallo, Gevatter. Lass uns über einen anderen Weg mal quatschen. Ich will nicht. Will dich und den Chat nicht stören. Oh, du störst gar nicht, aber gerne auch sonst irgendwie. Kannst du mal über einen der Wege unten unter dem Video mal gucken, ob du mich da kontaktieren kannst. Irgendwie über Discord oder über E-Mail. Oder mir hier eine Flüsternachricht schreiben. Ne? I think these golden tubes are so pretty. Don't you? Ja. That's one way of seeing them. Sorry. Only special agents are allowed in this area. Okay, wir können das kopieren. KI2H. Oh, das könnte auch ein E sein. Ah. Auf jeden Fall brauchen wir zwei Blut, um die Uniform zu kopieren. Und dann müssen wir rüber in den. Also wir kopieren erstmal die Uniform. So. Und dann müssen wir zurück in den Safe-Raum. Wenn wir da schon keinen ausnuckeln können. Wo war denn der noch? Ich und meine. Das war der. Raum mit der Leiche, die über dem Bett hängt. Das war der Safe-Raum. Völlig unauffällig, ich laufe hier einfach so rein und dann und so und ihr wisst schon. Zack, auf einmal bin ich vom FBI. Ups. Schönen Abend, grüß deine Frau. Ja, ich mache ich morgen früh. Die ist schon im Bett. Die hatte heute einen langen 10-11-Stunden-Tag. Auch geil, ne? Die hatte bis gestern Urlaub und dann heute sofort so pow. Aber gut. So ist das manchmal. Welche Nummer steht denn auf der Kiste hier drauf? Kann ich das irgendwie sehen? Ja, ne? So, die unauffälligste FBI-Agentin mit der unauffälligsten Frisur und dem unauffälligsten zwei unterschiedlich farbigen Augen kommt und darf auf jeden Fall vorbeilaufen. Das ist doch gut. Here we go. I wonder what's hiding here. Hey, you! Come give me a hand! We have specimens to move. EB2, da müsste die drin sein. Okay. Bring Mileys Sarg zurück zum Prinzen. Okay. Which one do you want to take down? EB2. I'm taking this one down. Be my guest. Let's go, Sugarfangs. Quick steps. Immer nach dem Urlaub, ja, ja. Das Problem ist, dass das nicht nur nach dem Urlaub so ist, sondern eigentlich bei uns hier eine ständige Sache ist. Das ist ein ganz gruseliges Ding gerade. See you later. I hope it's Miley. Hoffe ich auch. Ah, ja, da haben wir aber einiges übersehen. Verdächtige Gegenstände übersehen, zwei Stück.
Welche Gegenstände entfernt? Einen. Würdest du jemanden an einem Ort finden können, an dem niemand gesucht hat? Okay, du hättest mit einem Augenzeugen des Angriffs sprechen können. Du hättest einen wichtigen Gesandten der zweiten Inquisition treffen können. Ah. Ja, ich glaube, irgendwie, es hat diese Sache mit den Rätseln hat es uns echt verbockt, weil wir irgendwie zu wenig Blut hatten und so. Ich und Rätsel. Guck mal, da ist ja noch der Linktree für Dani. So, ja. Jetzt haben wir die beiden ersten Szenarien hier schon durch. Und genau. Ihr könnt euch ja mal überlegen, welchen Toreador-Mission wir jetzt spielen wollen von den Überbleibenden. Ich mach mal eine ganz kurze Pause und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, aber ich muss auch sofort wieder gehen. Tut mir leid, irgendwie das Kind ist aufgewacht, Leute. Und dreht irgendwie ein bisschen am Rad. Vielleicht schaffe ich es irgendwie in den nächsten paar halbe Stunde oder so, den Baby-Koala wieder ruhig zu kriegen. Und dann mache ich das ganze Ding nochmal an. Aber bis dahin muss ich euch leider schon wieder verlassen. Hoffe, wir können gleich noch ein bisschen weiterspielen. Aber bis dahin, macht's gut. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.